als im Endeffekt ein Pionier des deutschen Hip-Hops. Wie ihr alle wisst, haben wir heute das besondere Privileg, uns das noch unveröffentlichte Album Emunah gemeinsam anzuhören. Nun freut es mich sehr, dass wir uns gerade so einen Künstler wie Moses Pelham im Rahmen des Listening Clubs anhören. Ein Künstler, der so viel Substanz hat. Weil es hier im Endeffekt darum geht, dass man sich gemeinsam Musik bewusst anhört. Es geht darum, dass man sich auch emotional gegenüber der Musik öffnet, dass man sich, dass man die Musik emotional auf einen wirken lässt. Ich habe auf diesen Platten Gelegenheit, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen, ne? Meine Wahrheit festzuhalten, meine Wahrheit zu entdecken, ne? Mich zu entdecken und so weiter und so fort. Ich hoffe halt immer, dass es so ein bisschen wie Killing Me Softly oder wie in Killing Me Softly funktioniert, ne? Dass eine Schwester oder ein Bruder sagt, ey, woher weißt du so viel über mein Leben, über mich, über meine Gefühle, ne? Dass du eine Platte draus machen kannst. Und die Antwort ist natürlich, pass auf, ich weiß das nicht über dich. Ich habe das über mich gelernt, ne? Und offenbar sind wir nicht so weit auseinander. Wenn dann eine Schwester kommt oder ein Bruder und sagt, Bruder, ich habe dabei geheult, als ich das gehört habe, dann ist das eine Verbindung zwischen uns, weil das ist auch unter Tränen empfangen. Das ist einfach das, was ich auf Geteiltes Leid 3 machte, das, was ich bei Herz machte, nur weiter in die Tiefe, weiter ins Detail. Weißt du, was ich meine? Ich würde so gerne sagen, oh, ganz neues Level, ganz alt. Das stimmt aber nicht. Seit ich mir das erkämpfte, ne, und Gott mir das schenkte, schreibe ich einfach nur noch auf, was ich empfinde. Dass Emunah die größte Kraft ist, die einem jedem Menschen innewohnt, ne, weil sie ihn mit seinem Schöpfer verbindet. Wir haben lange gekämpft dafür, um uns gegen die Klassik durchzusetzen und ihre vielen Menschen, die da tätig sind, um Moses Pelham mit einem Preis auszuzeichnen, vom Preis zur deutschen Schallplattenkritik. Und wir wollen ihm heute den Ehrenpreis überreichen. Naja, Moses ist ja einer so der Godfather of German Rap. So. Ja, mein Eindruck von Moses' neuem Album, also ich bin berührt gewesen, gerührt. Hab auch gelacht. 3P war schon so da der Anstoß für mich, um wirklich diesen deutschen Hip-Hop zu hören und auch weiter zu hören bis zum heutigen Tag. Was ich jetzt gerade gehört habe, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es ist wirklich auch ein bisschen soulig so und schön, gefühlvoll. Ich finde das Konzept von Listening Club hervorragend. Musik für sich alleine zu hören, Kopfhörer, macht man ja heutzutage super selten. Ja gut, Listening Club, ne, als man mir davon erzählte, war für mich gleich klar, dass das eine geile Sache ist. Ne? Ich lieb's halt, ne? Diese Musik ist nicht geeignet, sie nebenher zu hören.